Herzlich willkommen zum dritten Webinar unserer Milchtaxi-Serie. Heute geht es um das Pasteurisieren von Vollmilch. Wir haben das Webinar den Keim keine Chance genannt, denn mit der Pasteurisierung können wir keimhaltige Milch unbedenklich hinterher an die Kälber verfüttern, weil wir die krankmachenden Keime zuverlässig abtöten. Wie das Ganze funktioniert, welche Fragen dabei aufkommen, das möchten wir jetzt heute in diesem Webinar klären. Ja, welche Fragen dabei aufkommen? Das Thema Pasteurisierung ist nicht für alle ganz klar und eindeutig definiert. Viele fragen sich eben, welchen Effekt hat man nicht eigentlich die Pasteurisierung auf meine Milch? Gibt es unterschiedliche Verfahren? Und natürlich auch, wie funktioniert das ganz praktisch mit dem Milchtaxi? Und beim Milchtaxi natürlich auch die Frage, warum ist das Kühlen der Milch so wichtig? Da werden wir darauf eingehen. Ja, wie man automatische Startzeiten einstellen kann und viele andere Geschichten, wie auch zum Beispiel, welchen Vorteil eine Warmwasserheizung am Milchtaxi haben kann. Aber ich möchte erst einmal mit der grundsätzlichen Frage beginnen, zwar der Pasteurisierung, was passiert eigentlich bei der Pasteurisierung? Das möchte ich hier an dieser Temperaturkurve einmal darstellen. Und zwar haben wir bei dem Milchtaxi die Möglichkeit, die Milch in Milch zu erwärmen. Wir brauchen eine gewisse Zeit, um die Milch auf Temperatur zu bringen. Hier haben wir auf der rechten Seite die Temperatur abgetragen und die Milch im Behälter steigt so langsam, in diesem Fall hier von ungefähr 20, 25 Grad auf 63 Grad Celsius. Und das braucht eine gewisse Zeit. Da haben wir schon drüber gesprochen, in dem Part über die Über das Heizen. Das Milchtaxi braucht ungefähr 30 Minuten, um einen Temperaturunterschied von 10 Grad Celsius zu überbrücken. Hier bei 40 Grad Celsius von 23 auf 63 sind wir bei ungefähr 2 Stunden. Die eigentliche Pasteurisierung, da sprechen wir hier von dieser Temperatur 63 Grad. Über 30 Minuten anschließend wird die Milch wieder heruntergekühlt. Okay, was bedeutet das jetzt praktisch? Was passiert in der Milch? So, und da können wir hier zum Beispiel sehen, dass Kolikeime, dass das Niveau der Kolikeime schon relativ schnell sinkt, auch wenn wir hier Temperatur von 40, 50 Grad erst haben, sodass die Kolikeime eigentlich schon vor dem Erreichen der Pasteurisierungstemperatur komplett abgetötet sind. Also Kolikeime reagieren da sehr, sehr gut drauf. Was natürlich von großem Vorteil für uns in dem Kälberbereich ist. Wie verhält sich das aber mit anderen Keimerregern? Ne, da haben wir zum Beispiel Enterokokken oder Staphylokokken, die wir in diesem Versuch hier mal gemessen haben. Und hier kann man sehen, dass beide Erreger erstmal mit einem Wachstum reagieren. Und das ist auch nicht unerheblich. Denn diese Erreger mögen Temperatur von 35, 40, 50 Grad ganz, ganz gerne und entwickeln sich da rapide. Erst so ab 50 Grad Celsius geht auch da die Population runter. Die Enterokokken sind hier auch schon zu Beginn der Pasteurisierung eigentlich schon abgetötet. Aber für die Staphylokokken, da brauchen wir tatsächlich die volle Zeit, die vollen 30 Minuten der Pasteurisierung, damit die auch zuverlässig abgetötet sind. In der Praxis ist es tatsächlich so, dass die auch innerhalb der ersten Viertelstunde dieser Pasteurisierungszeit eigentlich auch schon komplett abgetötet sind. Aber als Sicherheit bauen wir hier noch mal ein bisschen längere Zeit ein. Gut, insofern haben wir hier ein Beispiel von den Erregern, die wir sehr gut abtöten können. Es gibt allerdings auch, und das darf man nicht vergessen, einige Erreger, die sich vor dieser Hitzebehandlung, von der wir ja sprechen, schützen können. Und diese Erreger sind sogenannte Sporenbilder. Das sind Bakterien, die sich relativ unbeeindruckt zeigen von unserer
Pasteurisierung. Wir sehen zwar einen Rückgang der Population, aber nicht wirklich einen sehr starken Rückgang, wie wir es bei den anderen Keimen sehen. So, diese Keime sind immer noch auch nach der Pasteurisierung in der Milch. Hört sich erstmal schlecht an, aber gute Nachricht ist, dass diese Keime keine Krankheiten in Kälbern, keine Krankheiten in Kühen machen. Na, das war jetzt mal ein bisschen allgemein, könnte man nochmal ins Detail gehen, aber diese Keime sind für unsere Kälber und für die Kühe nicht bedeutend, aber sie sorgen dafür, dass die Milch nach dem Pasteurisieren auch wieder ja, schlecht werden kann. Deswegen empfehlen wir oder brauchen wir die Kühlung der Milch, damit wir schnell von den 63 Grad auf die Tränketemperatur zurückkommen, wo die Milch dann hier vertränken oder die Milch sogar noch weiter abkühlen, damit diese Keime die Sporen bilden, dass sich nicht weiterentwickeln und nicht ja, dazu führen, dass die Milch sauer wird und irgendwann umkippt. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Hier haben wir jetzt eine Übersicht, wo wir sehen, dass das Pasteurisieren wirklich sehr hervorragend funktioniert. Verschiedene Untersuchungen der letzten 20 Jahre zeigen eben, dass die ganz gefährlichen Erreger wie Salmonellen, Kolikeime, Staph aureus, Mykoplasmen, sogar Leukämievirus hier wurde in den 70er Jahren festgestellt, dass wir hier diese Erreger zuverlässig abtöten können. Und das ist, wie gesagt, das Verfahren im Milchtaxi. Es gibt noch ein zweites Verfahren, das sogenannte Flash-Verfahren. Da geht es darum, dass wir die Milch bei 75 Grad Celsius, also bei einer höheren Temperatur und 15 Grad, 15 Sekunden auf diese Temperatur halten. Und das Ergebnis ist eigentlich identisch. Also diese beiden Verfahren stehen von der Effektivität, also von dem Ergebnis, was hinten herauskommt, genau gleich da. Mit dem Unterschied, dass wir für das Flash-Verfahren eine, ja, einen sehr hohen Technikanspruch haben. Wir brauchen so einen Durchlaufpasteur. Hier habe ich mal so einen mitgebracht mit einem Gasboiler von der Firma Carvstar. Und hier kann man schon sehen, dass es doch technisch deutlich umfangreicher ist als so ein kleines Milchtaxi. Und hier braucht man in der Regel auch ja, Erfahrung im Anlagenbau. Hier zum Beispiel mal so ein typischer Aufbau. Hier haben wir einen Lagertank für die Rohmilch. Die bringt dann die Milch in den Pasteur rein. Der Pasteur liefert dann die bereits fertig pasteurisierte Milch über die Leitung hier oben an die beiden Lagertanks für pasteurisierte Milch. Hier in der Skizze kann man das nochmal sehr schön sehen. Kalte Milch aus dem großen Lagertank kommt hier rein, wird in einem Wärmetauscher, so einem Plattentauscher, vorgewärmt auf ungefähr 40 Grad. Und dann haben wir hier nachher das eigentliche Heizelement, das die Milch dann nochmal auf die 73 Grad bringt. Da wird sie 15, 20 Sekunden gehalten und wird dann hier wieder heruntergekühlt. Und das ist jetzt das Besondere. Die Flash-Pasteure, die Durchlaufpasteure zeichnen sich durch eine sehr, sehr gute Energieeffizienz aus, weil die Abwärme in dem System genutzt wird, um die hereinkommende kalte Milch vorzuwärmen. Also die Prozessenergie aus dem Pasteurisieren, die wird hier nochmal recycelt sozusagen und dadurch haben wir ein sehr energieeffizientes Verfahren. So, und die Milch wird dann eben entsprechend der Einstellung dann zwischen 12 und 20, 30 Grad dann herausgegeben. Das kann man einstellen und dann entweder direkt zum Beispiel mit Milchtaxi verfüttert oder eben erstmal in einen Lagertank wie hier auf der Seite rübergebracht. Genau, beim Milchtaxi ist es eben anders. Da ist es so, dass wir zu Beginn der Heizphase natürlich die ganze, der Pasteurisierungsphase, die ganze elektrische Energie hineinpacken, um die Milch warm zu machen und dann nach einem Zeitverzug die Milch dann wieder herunterkühlen. Und dadurch haben wir eben nicht die Möglichkeit, diese Energie zu nutzen und wieder aufzufangen und sind dann beim Milchtaxi deutlich, wir verbrauchen deutlich mehr Energie pro Liter als bei diesem Verfahren hier.
Was macht das an Energiekosten beim Milchtaxi aus? Nun, da rechnen wir mit ungefähr 1,5 Cent pro Liter Milch, die wir an Energiekosten haben, um im Milchtaxi die Milch zu pasteurisieren. Das sind bei einem 100 Liter Milchtaxi ungefähr 1,50 € und natürlich sind das Kosten, die da entstehen, aber nun auch nicht so exorbitant, dass sich das ganze Verfahren nicht lohnen würde. Im Gegenteil, wenn man mal überlegt, wenn wir 100 Liter Milch vertränken und als Alternative mit Milchaustausch das Ganze machen würden, dann brauchen wir ungefähr je nach Konzentration 12 bis 15 Kilogramm an Milchaustauscher und das mal 2 € genommen, dann sind wir schnell bei 30 €, die Alternative sind, im Gegensatz zu 1,50 €, wenn wir nicht marktfähige Milch einsetzen, die ansonsten keinen Wert hätte. Insofern ist das ein Rechenexempel und auch abhängig davon, wie viel Milch pasteurisiert werden soll. Diese Flash-Pasteure, die können leicht und locker bis zu 1000 Liter und sogar noch mehr pro Stunde pasteurisieren. Die machen sich in der Regel bezahlt, wenn man so 400-500 Liter pro Mahlzeit verfüttert. Dann kann man mal über so einen Pasteur hier nachdenken. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Was sind die Nachteile der Pasteurisierung oder ich nenne das mal Grenzen der Pasteurisierung? Welche Milch sollte man nicht pasteurisieren? Nun, das ist zum einen, wenn wir sehr, sehr schlechte Milchqualität haben. Also, wenn sich in der Milch abgestorbenes Zellgewebe befindet, Blutgerinnsel, die Milch nicht gut riecht, nicht gut aussieht, dann sollten wir diese Milch erstens nicht pasteurisieren und zweitens auch nicht an die Kälber verfüttern. Ne, dann ist die Qualität dieser Milch einfach nicht mehr in Ordnung, und die sollte dann nicht zum Einsatz kommen. Milch, die Antibiotika enthält, sollten wir auch nicht verfüttern, auch nicht vorher pasteurisieren. Über das Pasteurisieren können wir die Antibiotika nicht neutralisieren. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir wollen ja nicht über das Verfüttern von antibiotikahaltiger Milch zu einer Resistenzbildung der Bakterien auf dem Betrieb führen, sodass wir dann eventuell irgendwelche Trockenstelle irgendwann nicht mehr einsetzen können. Oder eben irgendwelche Behandlungen bei Milchkühen nicht mehr durchführen können. Dann haben wir im nächsten Punkt noch die Immunglobuline, Kolostrum. Da wissen wir eben, dass bei einer Temperatur von deutlich über 60 Grad die Antikörper degenerieren. Das heißt, die verlieren ihre Funktion, ihre Immunfunktion und daher würden wir auf jeden Fall empfehlen, diese Milch dann nicht bei 63 Grad zu pasteurisieren. Da habe ich gleich noch einen kleinen Hinweis, was man dann trotzdem noch machen kann, aber das ist einfach ein wichtiger Punkt in diesem Fall. Und last but not least, Paratuberkulose. Da gibt es viele Untersuchungen, die zeigen, mehrheitlich aus den USA, dass man Paratuberkulose-Erreger durch das Pasteurisieren der Kälbermilch sehr, sehr gut bekämpfen kann. Es gibt aber auch eine Handvoll Untersuchungen, die sagen, dass das nicht so eindeutig ist. Insofern befinden wir uns hier in so einer Zwickmühle. Wir möchten offiziell eben kein Statement dazu abgeben. Ich weiß, dass amerikanische Berater da deutlich sportlicher mit umgehen und auf jeden Fall empfehlen, Para-TB-Milch zu pasteurisieren und dann ohne Probleme an die Kälber zu verfüttern. Da wären wir ein bisschen vorsichtiger, obwohl es natürlich so ist, dass die Para-TB-Erreger durch die Pasteurisierung deutlich reduziert werden, aber eben nicht um 99%, wie wir es eigentlich erwarten. Okay, wie funktioniert das Ganze jetzt im Milchtaxi? Jetzt kommen wir mal zu den mehr praktischen Bereich. Ich zeige Ihnen mal hier eine
Übersicht oder einen Screenshot von einem Programm. Das ist das Programm Calf Guide, mit dem wir das Milchtaxi kontrollieren können. Also das Milchtaxi sendet Informationen hier an dieses Programm. Und da kann man eben sehr schön sehen, dass die Milch hier über eine gewisse Zeit erwärmt wird. Wir haben jetzt hier ungefähr 80 Liter in dem Milchtaxi drin. Die Temperatur bleibt dann 35 Minuten auf diesem Niveau und dann wird die Milch hier heruntergekühlt. Also das kann man eigentlich sehr gut sehen. Also ähnlich wie diese Kurve, die wir gerade eben sehen konnten. Nun, ganz wichtig ist, wie stelle ich jetzt die Pasteurisierungsparameter am Milchtaxi ein? Und da kommen wir jetzt im nächsten kleinen Video drauf zu. Hier wieder, wie schon bekannt aus den anderen Webinaren, mit dem Code 683 kann man über diesen Home-Button in das Untermenü kommen, geht dann auf Pasteurisieren. Und hier habe ich schon die Möglichkeit, unterschiedliche Pasteurisierungsprogramme zu aktivieren. Das Standardprogramm hier in diesem Fall, da sind wir bei 63 Grad, 35 Minuten. Wir können aber auch auf 60 Grad, 60 Minuten gehen. Und das wäre jetzt zum Beispiel die Alternative, wenn wir Mischmilch haben, wo auch Biestmilch mit drin ist, dann würde ich empfehlen, hier auf die 60 Grad, 60 Minuten zu gehen, weil wir dort einen besseren Schutz der Antikörper haben. Das dauert allerdings länger, ne? Wie gesagt, doppelt so lange, um dann einen entsprechenden Pasteurisierungseffekt zu haben. Aber zwischen diesen Programmen kann man quasi auswählen. So, wenn dann das Pasteurisierungsprogramm erstmal gewählt ist, hat man die Möglichkeit, die Startzeiten der Pasteurisierung einzustellen. So, diese Startzeiten kann man automatisch oder kann man hier so wählen, dass sie automatisch starten. Zum Beispiel haben wir hier jetzt in dem Beispiel die Pasteurisierung, die ist jetzt hier in diesem Fall erstmal ausgeschaltet, die müssen wir erstmal einschalten. Genau, jetzt sind wir auf Start. Jetzt können wir hier die Zeit einschalten. Über die Pfeiltasten rauf und runter können dann neue Zeiten eingestellt werden. In diesem Fall jetzt zum Beispiel 15 Grad, 15, um 15 Uhr beginnt die Milch zu pasteurisieren. Also wir haben den Punkt A, also den Start der Pasteurisierung eingestellt. Und nach der Pasteurisierung wird die Milch dann auf 42 Grad heruntergekühlt. Wir haben noch eine zweite Möglichkeit, und zwar, wenn das Milchtaxi mit einem Smart Mix ausgestattet ist, können wir auch Endtime einstellen, weil das Milchtaxi dann weiß, wann das Milch, wie viel Milch im Behälter ist und auch wie lange das Milchtaxi zum Pasteurisieren braucht. Und diese Endtimer sind eigentlich sehr praktisch. Da stelle ich jetzt nicht die Startzeit ein, sondern sage, wann ich fertig sein will mit dem Kälberfüttern. Also sehr praktische Geschichte, geht allerdings nur in Zusammenarbeit mit dem Smart Mix Drucksensor, der das Milchtaxi auch bekommen kann. Okay, so, und jetzt ist das Milchtaxi quasi fertig vorbereitet. Diese Timer, die laufen jetzt im Hintergrund ab. Das heißt, sobald die Zeit erreicht ist, wird das Milchtaxi anfangen zu pasteurisieren, um dann zur entsprechenden Zeit dann fertig zu sein. Also das läuft alles automatisch im Hintergrund ab. Gut, wichtig ist nach dem Pasteurisieren, dass die Milch heruntergekühlt wird und dafür benötigen wir diesen doppelwandigen Tank. Wir kühlen die Milch mit kaltem Wasser. Und das Wasser läuft durch diesen äußeren Mantel. Und wichtig ist hier einfach Wasseranschluss und Wasserablauf anzuschließen und den Wasserhahn aufzudrehen. Das ist ganz wichtig. Sobald das Milchtaxi anfangen will zu kühlen,
wird das Ventil geöffnet und Wasser läuft quasi durch den Kühlmantel, um die Milch dann herunterzukühlen. Ganz wichtiger Punkt hier: Das Milchtaxi hat eine Absicherung bei einem Wasserdruck von über einem Bar. Ne, öffnet ein Ventil und lässt das Wasser quasi auslaufen. Das ist ein Schutz, ein mechanischer Schutz vor Beschädigung. Das klingt jetzt ein bisschen beängstigend, weil ja, Sie auch wissen, Ihr Wasserdruck auf dem Betrieb, da kann zum Beispiel 4, 5, 6 Bar sein. Das ist natürlich allerdings unter einem geschlossenen Wasserdruck. Sobald Sie den Wasserhahn aufdrehen, haben Sie keinen erhöhten Wasserdruck mehr hier am Schlauch, beziehungsweise im Milchtaxi. Allerdings sollten Sie auch verhindern, dass der Wasserablauf dazu führt, dass sich Druck aufbaut. Also das heißt, keine Reduzierung der Durchmesser, das Wasser möglichst frei weglaufen lassen und dann hat man im Prinzip auch mit dieser Begrenzung kein Problem. Wie starten wir jetzt die Kühlung? Ganz einfach. Hier oben ist der Kühlknopf, da drückt man drauf und dann startet er automatisch mit der Kühlung. Über die Pfeiltasten rauf und runter kann man neue Kühlzeiten einstellen. Das konnte man hier gerade eben sehen. Ich werde das mal nochmal wiederholen, weil das auch relativ schnell ging. Also einfach hier unten auf die Taste draufdrücken und dann startet sofort die Kühlung, kann man jetzt hier sehen. Der Wert von 18 wird jetzt runtergestellt auf 13 Grad Celsius. So, jetzt die Frage: Was ist jetzt die richtige Lagertemperatur für die Milch? Hier kann man sehen, 13 Grad sind angegeben. Wir müssen nicht wie bei der Milchkühlung, die Sie kennen, bis auf 3, 4 Grad heruntergehen. Wenn wir die Milch von einer Melkzeit zur Fütterung oder von einer Melkzeit zur nächsten hier lagern wollen, dann wissen wir, dass die Milch bei Lagertemperatur von unter 18, 20 Grad für diese 10, 12 Stunden in der Regel frisch bleibt und wir deswegen gar nicht auf so niedrige Temperaturen runter müssen. Und in diesem Beispiel hierzu haben wir hier 13 Grad eingestellt. Wir empfehlen immer zu schauen, wie kalt ist mein Kühlwasser und die angestrebte Lagertemperatur sollte etwas wärmer sein als die Temperatur des Kühlwassers. Also wenn wir hier zum Beispiel 10 Grad Temperatur im Wasser haben, dann kann man 13 Grad Lagertemperatur zum Beispiel eingeben. Dann haben wir auch noch einen relativ guten Kühleffekt. Okay, dabei muss man auch schauen, es gibt ein paar Kniffe und Tricks, um hier auch noch effizienter zu arbeiten. Und da zeige ich mal hier einen Kalkulator, mit dem wir hier einmal zeigen können, ja, wie so Wasserverbräuche und Zeiten sind. In diesem Fall haben wir ein 150 Liter Milchtaxi mit 80 Liter Füllstand. Und hier kann man eben sehen, dass wir ungefähr eine Stunde brauchen, um von 15 Grad Celsius hier auf 63 zu kommen. Wir brauchen dann ungefähr 35 Minuten fürs Pasteurisieren und ja, ungefähr 20 Minuten, um die Milch dann wieder herunterzukühlen. Jetzt sehen wir hier zwei verschiedene Kurven. Einmal, bei beiden haben wir eine angenommene Kühlwassertemperatur von 10 Grad. Die eine Kurve hat einen höheren Durchfluss, ungefähr 15 Liter pro Minute, den anderen einen Durchfluss von nur 5 Liter pro Minute. So, und an der blauen Kurve kann man erkennen hier, dass der geringere Durchfluss natürlich auch zu einer längeren Kühlphase führt. Also wir haben ja ungefähr 5 Minuten längere Milchkühlung. Nur, was erstaunlich ist, dass wir einen deutlich geringeren Wasserverbrauch haben. Also, wenn wir 15 Liter Durchfluss haben, dann brauchen wir 263 Liter Wasser. Bei 5 Liter Durchfluss sind es nur 110.
Ne? Es dauert zwar 5 Minuten länger, aber wir haben hier eine deutlich besseren Wasserverbrauch. Und das ist eigentlich auch so die Empfehlung, die wir geben würden, möglichst geringen Durchfluss. Dann erreicht man tatsächlich eine Effizienz bei der Kühlung von 2 Liter Wasser auf 1 Liter Milch, die im Milchtaxi drin ist. Wenn der Durchfluss höher ist, dann kann es auch schnell auf ein Verhältnis von 4 zu 1 gehen und 5 zu 1 und auch sogar noch schlechter. Insofern achten Sie einfach mal darauf, messen Sie mal, wie viel Wasser geht bei der Kühlung eigentlich durch Ihr Milchtaxi durch, und versuchen das zu reduzieren, indem Sie einfach den Wasserhahn etwas geringer einstellen oder, um da auf ganz Nummer sicher zu gehen, mit einer Durchflussreduzierung, mit einer Unterlegscheibe, die man dann in die Wasserleitung einbauen kann, um dort einfach den Wasserfluss zu reduzieren. So, dadurch können wir eben aktiv viel Wasser einsparen. Okay, dann kommen wir noch zu einem anderen Punkt, und zwar, wir haben jetzt viel über Kühlen gesprochen. Wir können den Kühlmantel, den wir außen haben, allerdings auch noch für etwas anderes benutzen. Und zwar können wir ihn auch dafür nutzen, um die Milch zu erwärmen. Und zwar, indem man heißes Wasser nutzt. Heißes Wasser zum Beispiel aus der Wärmerückgewinnung, aus der Biogasanlage. Da gibt es auch viele Betriebe, die dort auch heißes Wasser im Überfluss haben. Und hier kann man im Milchtaxi diese Energie hervorragend nutzen, um dann elektrische Energie einzusparen. Dazu brauchen wir hier im Prinzip die beiden zusätzlichen Wasseranschlüsse, die hier oben drüber stehen. Also die unteren sind die Kühlung, und wenn Sie eine Warmwasserheizung in Ihrem Milchtaxi drin haben, dann haben Sie dort direkt oben drüber noch die Anschlüsse für den Warmwasserzulauf und Ablauf. Und kann dann eben heißes Wasser hervorragend nutzen. Auch hier ist es so, dass wir natürlich Wasser verbrauchen. Die Frage ist, was man mit diesem Wasser hinterher anfängt. Anstatt es nur in den Gully laufen zu lassen, würden wir immer empfehlen, das Wasser zu sammeln und dann als Tränke an die Kühe zu vertränken. Die mögen das ganz gerne, wenn da so lauwarmes Wasser denen angeboten wird, besonders im Winter. Haben wir da eine sehr gute Erfahrung mitgemacht. Okay, und dann kommen wir last but not least zu dem Bereich manuelles Pasteurisieren, denn Sie haben sich sicherlich gefragt, wozu ist eigentlich die Taste hier auf dem Menüfeld? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Die startet tatsächlich ausschließlich das manuelle Pasteurisieren. Knopf drauf, Druck auf den Knopf. Und das Milchtaxi fängt jetzt in diesem Fall von 35 Grad an, heizt auf 63 Grad hoch. Nach den 35 Minuten wird auf 40 Grad heruntergekühlt und dann kann man die Milch quasi hervorragend an die Kälber verfüttern.